So, also jetzt mal ganz kurz herzlich willkommen. Ich will hier mal kurz ein Video machen. Ich bin im Café. Hoffentlich ist alles gut zu verstehen, aber ganz kurz ein paar Gedanken zur aktuellen Wahl in den USA. Und ich werde dann demnächst differenzierter das alles besprechen zu den verschiedenen Horoskopen und Zeitpunkten und Zeitqualitäten. Heute nur ein kurzer Vergleich zwischen der Wahl 2016 und 2024. So, ich habe also hier die Wahl 2016, Ende des Tages, 8.11.2016, 23:59 auf Washington bezogen. Und das Wichtigste, worauf ich hinweisen möchte, ist dieser Maßstand. Ja. Hier bei 0 Grad, ich mache das jetzt mal wirklich so, ich tue da mein Bild weg, hier wirklich bei 0 Grad in den Wassermann. Das war ja eine Erschütterung, die um die Welt ging, dass der böse Donald Trump gewonnen hat. Ich habe ja damals noch gut in Erinnerung, was das für eine Energie war, für eine Welle der Empörung und der Wut in den offiziellen Medien, insbesondere auch in Deutschland, dass der Querulant und schräge Vogel Trump gewonnen hat. Ja, es ist eine regelrechte Erschütterung. Es war ein Ruf des Abenteuers aus der Sicht des Films, ein Impuls zum Verändern der gegebenen Verhältnisse mit dem Mars. Der Mars hat den Raum in dieses kollektive Feld Wassermann damals geöffnet. So, jetzt tue ich dazu hier die Wahl von 2024 Tagesende einfach mal. Mir geht es jetzt nicht so sehr um Aszendent und die Häuserstellung, sondern mir geht es vor allen Dingen um hier wiederum den Mars, auf den ich hinweisen möchte. Der Mars ist immer der Eröffner der Heldenreisen Kernstruktur, also die Kernreise einer Entwicklung. Und der Mars öffnet sozusagen den Raum in den physischen Aufbruch in eine neue Entwicklung. Und dieser Mars von 2024 steht jetzt hier bei 0:41 am Tagesende vom 5.11. Und wenn man jetzt 2016, ja, hier, ich weise nochmal darauf hin, Mars stand 0 Grad, Tagesende, Wassermann, wenn man das jetzt verknüpft, hier, die roten Planeten sind sozusagen 5.11.2024. Da gucken wir mal nach dem Mars von 2024. Ja. Und da steht dann faktisch, wenn man so will, über Spiegelpunkt, der Pluto drauf von 2016. Der Pluto ist der Zeitgeistregisseur, der Träger des Zeitgeistskriptes. Und hier kann man sagen, dass mit dieser Wahl der Zeitgeist den Aufbruch von 2016 wiederholt. Ob jemandem jetzt der Aufbruch passt und ob das gut oder schlecht ist, ist erstmal dahingestellt. Ob das Sympathie oder Antipathie ist und der sich jetzt aufregt, ist ja sehr laut. Ich hoffe, alles ist gut zu verstehen. Das ist erstmal völlig egal. Es geht einfach darum, dass der Zeitgeist das Thema von damals wieder aufgreift. Und im Übrigen steht der Mars genau in der Opposition zu dem Mars von damals. Das Thema ist also absolut akut. Mehr in den nächsten Videos dazu. Also, bis bald im Wald. Tschüss. Mm-hmm.